Hallo bei Marius Lingdose. In diesem Video binde ich mit euch eine kleine Nymphe, ganz speziell an die Anfänger auch gerichtet, weil sie sehr, sehr einfach gehalten ist. Und ich habe ihr den Namen gegeben, Pink Valentine, weil gestern war Valentinstag und da können wir ja irgendwas zu dem Thema mal dazu beitragen. Als Haken verwende ich hier den Gamakatsu C12FB in der Größe 12. FBL, die Barbless-Variante. Als Beschwerung Tungstenperlen in 3,3 mm in Schwarz. Und als Faden könnt ihr UTC 140 oder auch UTC 70 in Weiß verwenden. Oder in Pink, wenn ihr es passend zu dem zu der Fliege nehmen wollt. Ich finde aber Weiß recht universell und von daher verwende ich den relativ häufig. So, dann braucht ihr ein Stück Mirage-Tinsel in der Stärke Small oder Medium. Ich habe jetzt hier Medium. Da habe ich mir ein Stück abgeschnitten von ungefähr 10 cm und lege mir das hier fest. Binde es mit dem Faden runter. Komme jetzt mit dem Faden wieder ein Stück zurück. So, und jetzt wickel ich mir mit dem Mirage-Tinsel hier einen kleinen Tag. So. Rest schneide ich ab. Den Körper der Fliege forme ich aus Feinspektra-Dubbing in Pink. Da braucht ihr nur sehr, sehr wenig von. Dies um den Faden herumspinnen. Und einen leicht konischen Körper formen. Nehme ich noch etwas mehr. So. Und jetzt für den Thorax der Fliege benutze ich Big Nymph Dubbing in Pink. Es ist etwas dunkler und hat auch noch so ein paar schwarze Grannen drin. Das wirkt hier ganz gut. Auch wieder anspinnen und dann, nachdem ihr eine Wicklung gemacht habt, nochmal etwas nachzwirbeln, das Dubbing. Und direkt hinter der Perle so einen kleinen Thorax binden. Jetzt einen Kopfknoten machen, direkt hinter die Perle. Den Knoten hier schön hinter das Dubbing hineinziehen. Und den Faden abschneiden. Dann noch mit dem Klettverschluss die Fliege ein bisschen ausbürsten. Und ich schaue, dass ich mir eigentlich nur diese Grann vom Thorax etwas ausbürste, von dem Big Nymph Dubbing. So. Und damit ist die Pink Valentine eigentlich auch schon fertig. Warum solch auffällige Muster überhaupt? Es ist ja doch recht grell und ist auf jeden Fall keine Fliege, die irgendwas imitiert. Aber gerade so in den kalten Monaten funktionieren solche Reizfliegen doch oft recht gut. Und vor allem auch
bei angetrübtem Wasser, das wir im Frühjahr ja auch relativ häufig vorfinden. Und da kann man solche Fliegen gerne mal probieren und es funktioniert oft sehr, sehr gut. Gerade wenn noch nicht viel Futter da ist und die Fische sich wirklich auch nochmal reizen lassen. Und es ist auch absolut eine Anfängerfliege, gerade wer ins Fliegenbinden einsteigt, der kann sich solche Muster natürlich sehr einfach binden und hat da schon einen recht guten Erfolg. Und er kann sich die Fliegen natürlich auch in verschiedenen Farben binden. Hier eine leicht olivene Variante. Und wer das Ganze ein bisschen komplizierter möchte, der kann sich hinten noch ein kleines Schwänzchen einbinden aus einem pinken Tag oder vielmehr ein pinkes Schwänzchen und dann der Tag aus dem Mirage-Tinsel. Und dann kann man das Ganze noch in verschiedene Farben ableiten und kann sich da austoben, das Ganze kombinieren, kann verschiedene Dubbings nehmen. Also es geht hier eher jetzt um ein Bindeprinzip. Ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten. Aber das ist die Pink Valentine und viel Spaß beim Nachbinden. Und wenn euch das kleine Video gefallen hat, Daumen hoch. Würde mich freuen und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Mario.